So, herzlichen Glückwunsch zum 45. Folge. Genau. Die Aufnahme ist jetzt quasi direkt im Anschluss an den anderen vier Aufnahmen, weil eigentlich hätte ich die gestern machen sollen. Gestern war aber nicht, deswegen. Egal. Für euch. Nur, dass ihr es wisst. Ich mache es quasi direkt weiter vom Vortag. So. Au. Okay. So. Da 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 da. So, wir müssen erstmal zurück zu unserem, ja, Hab und Gut. Warum schreit es hier so extrem? Das kriege ich gerade gar nicht. Wir nehmen mal hier die Abkürzung durch den Bahntunnel. Ach ja. Tja, da habe ich echt versucht, einen Baum zu fällen in einem Bereich, der uns gar nicht gehört. Ach, ist natürlich ein bisschen Bullshit. Sind wir einfach eiskalt krepiert, ey. Da müssen wir uns wohl nochmal was einfallen lassen, wo wir, wie wir denn jetzt an entsprechende Bäume rankommen. Weil die Bäume, die da stehen, gehen dann ja dementsprechend nicht. Wobei, mir fällt doch gerade ein, ey, wir müssen uns da sowieso einen Bereich dann nochmal sichern als Administrator für Let's Play. Weil eben, da sollen auch die ganzen Felder und so hin. Also ich müsste da ja sowieso irgendwie wann mal bauen. Ist ja jetzt auch ein bisschen. Bitte nicht losfahren. Ich laufe hier gerade. Bitte haben Sie Geduld. Mein lieber Herr Zugfahrer. Ja. Das heißt, vielleicht sollten wir uns direkt mal per Admin anmelden. Und mir die entsprechenden Rechte für diesen Bereich geben. Ach komm, ich schwimme jetzt einfach rüber. Easy. Ja, doch, machen wir gleich. Dann gehen wir erstmal kurz nach Hause, damit ich mich mal kurz als Admin an. Hier haben wir doch ein Naturschutzgebiet 4. Ich habe hier Rechte. Ich habe hier auch Rechte, okay? Warum konnte ich denn da... Was zur Hölle? Wo habe ich denn gerade gebaut? Also hier habe ich überall Rechte. Ah, okay, in die Richtung habe ich scheinbar keine. Ah, genau. Hier ist auch eine Lücke. Hier ist gar keine Area. Ja, lol. Was ist denn hier los? Da muss ich ja mal gucken, was da abgeht. So, genau. Für Naturschutzgebiet 6 brauche ich dann auch noch eine Area. Was ist denn hier hinten? Ach, hier ist gar keine Area. Oh. Ja gut. Das ist natürlich schön. Gut, dann machen wir es mal einfach. Walker. Ja. Da mache ich am besten über unser gesamtes Let's Play-Gebiet einfach mal eine richtig große, schön große, fette Area. Die nenne ich auch einfach dann direkt Let's Play oder so. Und dann passt das schon. So, das heißt. Genau, unsere Area fängt am besten. Wieso habe ich dauerhaft fast Tasten ändern? Ist auch egal. So, das heißt, ja genau, ich müsste auf jeden Fall bis hier ran, weil hier will ich ja dann den Strandufer bauen und hier sollen ja die ganzen Felder hin. Das heißt, das hier muss auch noch alles dazu gehören. Bis wohin geht das mit Naturschutzgebiet? Das geht bis hier. Und
Da unten ist nämlich, genau, da unten ist das Spawnhafen. Okay, das heißt einmal so. Digga, bis wo geht das Gebiet, ey? Alter, wie groß ist denn das Naturschutzgebiet hier? Gott. Ja, so groß brauchen wir es natürlich auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal hier ein bisschen hoch. Das Let's Play-Gebiet brauche ich mal bis zur Straßenmitte. Also bis so hier. Genau. So, das heißt von hier. Irgendwo schön weit oben. Area Position 1. Den ganzen weiten Weg. Ja, hier werden wir später auch noch den Weg anbauen. Und das ist ja nämlich genau der Weg, auf den dann der andere den später hinten quasi parallel trifft. Wir bauen jetzt quasi parallel hierzu. Und ja, genau. So habe ich mir das auch gedenkt. So, hier hinten fängt die nächste Insel an. Die nehme ich mal auch noch mit in Beschlag. Und dann geht es hier einmal rum. Hinter dem schönen Felsen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe ist unsere Let's Play-Hütte. Auf die Hütte hinten. Wow. Lol. So, bin ich jetzt schon hinter der Let's Play-Hütte oder noch nicht so? Doch, bin schon dahinter. Okay. Das heißt, ja, so ungefähr hier in dem Bereich irgendwo. Los. Oh. Mir geht der Abfilter aus. Warum das auch immer? Was? Egal. So. Machen wir einfach mal bis hier. Area Position 2. Und das protecten wir einfach mal. Protect. Let's. Ist doch egal. Add. Owner. Das ist der Bereich 18. Da kommt der Ronix mit dazu. Und das Ding soll heißen Let's Play. Boom. So, dann kann ich die 18 wieder löschen. Move Area 18. Perfekt. Easy. Spawn. Also Flug deaktivieren. Genau. Hauptmenü. Und jetzt spielen wir wieder als Ronix weiter. No problemo. Hoffentlich können wir jetzt die Bäume abschlagen, ohne dabei Stromschläge zu bekommen. So. Genau, das haben wir nämlich hier überall Let's Play-Bereiche. Hier sind ja auch die ganzen Zwischenlücken, nämlich auch alle geschützt. Und das können wir hier schön weiterbauen. Beziehungsweise weiter abholzen. Ja, ich habe es überlebt, ohne zu sterben. Wow, überlebt, ohne zu sterben. Ja, das macht auch irgendwie so Sinn. So, die Bäume hier, glaube ich, die Bäume hier, glaube ich, auch noch. Damit ist dann meine Spitzhacke quasi auch Geschichte. So, die Bäume hier hinten lasse ich mal. Höchstens die beiden Bäume hier vorne, dass ich die noch wegmache. Wo diese hier sind, hier noch so ein bisschen so optisch im Weg. Mach die erstmal weg hier. So, gucken wir mal, ob wir noch eine Spitzhacke haben. Ja. Sehr gut.
Haben wir noch eine? Nö. Die beiden waren wir vorne, die können bleiben. Gut. Ja. Alles Holz weg. Sehr gut. Gut, dann können wir jetzt hier schön unsere Wege weiterbauen. Nach da hinten, genau. Ich dachte eigentlich immer, die Dinger verschwinden hier nach einer Weile. Irgendwie scheint es aber doch nicht so zu sein, oder? Ist hier auch ein bisschen Bullshit. Naja. So, dann gehen wir mal hier schön straight zu unserem und ich habe keine Nahrung mehr. Danke. Schön straight zu unserem Haus. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen Holz anlegen. Nein. Du kommst gleich mal in die Tasche rein. Du verwirrst mich noch. Hä? Oh. Danke. So. Ah ja, ein bisschen was ist zusammengekommen. Das wäre dann einmal da. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen. Achso, ich brauche hier noch meine Schippe. Wow. So, dann lasse ich den Weg an der Stelle auch erstmal auslaufen. Weil was da hinten hin soll, weiß ich noch nichts. Oder wie wir das hier hinten designen, was wir hinten überhaupt. Ja, eben, was hier hinten überhaupt hin soll, weiß ich noch gar nicht. Ob wir das so lassen. Lassen wir es mal so. Haben wir hier so schön einen kleinen Weg. Und hier machen wir vielleicht ein paar Gebüsche hin oder sowas. Was kleines, feines. Was habe ich denn da? Habe ich Bush-Samplings? Wir können auch mal erstmal unsere Taschen leeren hier. So, Blaubeeren-Bush-Setzling. Na super, haben wir doch auch gleich wieder ein bisschen Nahrung hier. Geilo Matto. Die Dinger, die droppen Nahrung, wie als wäre es ihr letztes Vermächtnis. So, das muss weg, das muss auch weg, weil die gehen halt bis auf die Größe. Du musst auch weg. Du auch. So, jetzt können die jetzt hier immer schön wachsen. Easy. Super, super. So, und wir lernen erstmal unsere Taschen aus. Da liegt ein Apfel auf dem Boden. Interessant. Also sieht zumindest so aus, klar. Du kommst da rein. Die ganzen Blätter. Nee, Quatsch, Setzlinge soll noch hier gar nicht rein. Setzlinge gehören noch woanders hin. Die andere Kiste. Hier kommt nur als ganze andere Gedöns rein, so wie das ganze Zeug. Was keine Sau braucht. Ja, komm, die Blumen schmeißen wir erstmal. Also die roten Blumen, die heben wir auf. Alle anderen schmeißen wir weg. Ach komm, nee. Auf den besten haben wir eh schon ein paar. Da können auch drinnen bleiben. So. Gröll. Da. Schmeiß erstmal alles rein, egal ob wir das jetzt brauchen oder nicht. Können wir den danach gleich wieder rausnehmen. Aber damit ich hier überhaupt erstmal ein bisschen ja, Platz habe zum Einsortieren. Oh, die Kiste wird doch langsam voll. Taler? Achso, ja klar, hier oben. Da. Ui, wir haben schon 85 Taler. LOL. Ah, wir haben 17 Mesekristalle. Und 12 Fragmente. Können wir langsam mal gucken, wie teuer eigentlich diese ganzen Mese-Sachen sind. Können wir einfach mal direkt gucken, wie viel kriegen wir denn da raus? Gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Hallo? Mese? Hä? Wow! Das nenne ich mal ein schickes Rezept. Okay, 18 und hier bekomme ich 2. Ach, ich muss die im Ofen. Ah, okay, okay. Aber gerade mal 2 Stück. Das ist ja wirklich ein bisschen.
So, 18 mal 9 sind, ich war noch nie gut im Rechnen. 18 mal 9 sind 72. Ja, doch, 162, ja, dann passt es hier mit, genau. Also man hat hier keinen Gewinn, sondern es ist quasi einfach nur eine Vereinfachung. Schade, ich dachte, es gibt hier sowas wie weiß nicht, Mengenrabatt oder sowas. Ah ja, egal. Auf jeden Fall, ja, wir brauchen noch eine ganze Menge. Ich meine, wir würden zwei Meseblöcke zusammenbekommen. Das heißt, 300 Meseleitungen kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sollte schon mal für den Anfang reichen. Das heißt, es ist vielleicht noch gar nicht so auswegslos, wie ich. Ne? Also, es ist nicht viel, es ist aber auch nicht zu wenig für den Anfang. Ne? So, was habe ich jetzt noch? Ich habe Holz und ich habe Erde. Na, Erde kommt hier oben mit rein. Und Holz kommt da unten rein. So. Oh, die unsere Holzkiste ist komplett leer. Achso, halt du nicht. Was mit dem ganzen Holz passiert? Hä? Warum? Warum ist das Holz hier oben? Hatte ich das Holz hier unten? Was war hier unten? Was war hier unten? Hä? Mami, was ist hier los? Warum hatte ich in der Kiste nichts drin? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Eigentlich müsste doch. Warum habe ich das ganze Holz oben reingepackt? Ach ja, unten hatte ich. Ja, hier unten hatten wir ja die ganze Cobblestone reingemacht. Ja, wovon wir jetzt nicht mehr so viel haben werden. Dank den immensen Kosten von. Ja, egal. Also mache ich das jetzt hier. Ach, genau. Ach, auch hier oben mit rein. So viel wird sich da wahrscheinlich nicht mehr anhäufen. Vorerst. Später können wir dann zur Not wieder eine Kiste machen. Also dann nochmal eine separate Kiste dafür machen. Jetzt erstmal lassen wir das Ganze so, wie es ist. So, du kommst da mit rein. Werkzeuge kommen da oben rein. Da. So, dann nehmen wir mal unsere Taschen und leeren die aus. Easy. Blätter kommt da rein. Hier kommt Holz rein. Stöcke kommen da auch rein. Saplings kommt da rein. Schnur und Tools kommt alles hier rein. Das ganze Gröllkack-Gedöns kommt alles da rein. Ich weiß jetzt mit den Sachen hier mache. Ich pack die mal nach hier unten. Oh, achso, ist auch noch was anderes. Bitte nach da oben. Die geht nicht auf den Sack hier. Easy. du kommst mal nach unten. Du bist ja auch nur so ein halb, oder? Nee, bist du ein kompletter? Sch Ja, doch, du bist ein kompletter Block. Du kannst auch nach da oben. Ach nee, komm. Kommst nach da, du 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 kommst nach da. Easy. So, da haben wir hier unten alles, was so, ne, schon bearbeitet ist. Okay. Und jetzt noch die Teile. Holz. Holz. Blätter und Gedingst. Nee, du nicht. Du kommst da rein. Rest kommt alles oben rein. Okay, jetzt haben wir schon mal, zumindest schon mal unsere Taschen wieder ausgeräumt. Mir fällt gerade auf, das habe ich hier mit drin. Danke. So, das heißt, eigentlich könnte ich. Nee, doch. So, das heißt Folgendes. Genau. Wir geben jetzt mal unserem Weg ein paar Stützen. Das machen wir aber aus normalen Baumstämmen.
Und brauche noch ein Geländer. Für Geländer würde ich gerne so helleres Holz verwenden. Oder irgendwie anderes Holz, was sich abhebt. Aber anderes Holz. Na, wir können mal kurz gucken. Das hier ist die Grundfarbe. Dann gibt es ja bloß noch die drei anderen Farben. Rotes Holz ist definitiv zu kontrastreich. Das hier auch. Das heißt, es wird wohl hierauf hinauslaufen. Andererseits, hiermit könnte man vielleicht doch ein bisschen liebäugeln. Komm doch, wir machen mal. Machen wir. Mit dem hier. Wenn das ja doch scheiße aussehen sollte, können wir das später wieder verheizen. Easy. Ernsthaft jetzt? Danke. Arschloch. So, wir brauchen 48. Bam. Jetzt weg. Du kommst nach. So, 1, 2, 3. Ja, komm so. Badam, 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 bam, bam, badam, 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 badam. Lalalala. 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 48 könnten fast reichen. Oh, ein Glühwürmchen. Guckt euch dieses Glühwürmchen an, wie es verglüht. So, einmal da, 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 einmal oh, da, da. Einmal da, 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 einmal da. Scheiße. Da, da, da. Och, komm jetzt, ernsthaft? Was ist los mit dieser Ronny? So, und jetzt kommt hier immer so dann drüber. Es sieht ja auch scheiße aus. Sieht ja mal total kacke aus. Ja gut, wie machen wir das denn? Das, wow, danke. Nee, das ist ja so, können wir es auch nicht. Das ist auch scheiße. Gott, Kacke, was machen wir jetzt? Gibt es hier irgendwas, was schräge ist? Mal gucken bei Home Decor. Home. Gibt es hier schräge Sachen? Alles Opus um die Ecke und gerade. Das ist ja nicht so gut. Ja. Was tun wir denn da jetzt? Gott, das sieht ja richtig scheiße aus. Ah, ja, gut. Lassen wir es mal so. Wenn uns später mal was Besseres einfällt, können wir es ja ändern. Kacke aus. Kannst du so okay mal zählen? Ist doch scheiße. Da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Warte mal ganz kurz. Die Säge. Ich hab da mal so eine Idee. Und bin dafür bereit, ein bisschen Tropenholz zu verschwenden. Und zwar gibt es hier normale Schrägen für Vierteldinger. Das hier könnte man auch nehmen. Was? 2W? Warum 2W? Natürlich auch. So, das hier zum Beispiel. Ich nehme einfach mal das jetzt hier. Und jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Und zwar nehmen wir mal die Dinger hier wieder weg. Das wird ja so gar nichts. Das können wir auf den Arschloch. 1 zu 1 vergessen. Komplett. Könnt ihr sagen, was da wollt? Sieht scheiße aus. Und zwar
packen wir jetzt. Oh, jetzt muss ich aber überlegen. Ich brauche dann erstmal Dummy-Blöcke. Habe ich alle dabei? Nein, natürlich nicht. Ach, komm her damit. So. Du kommst nach da. Du nach da. Du nach da. Und jetzt kommst du da. Ah, das klappt. Sehr schön, sehr schön. Du daran. Du. Das klappt schon wieder nicht. Okay, das klappt. So, jetzt kommt ihr wieder weg. Und jetzt kommt ihr. Wie denn jetzt so? Ach so. So. Sieht das gut aus? Das wäre halt so ein schmaler Weg und so ein riesiges, breites Ding an der Seite. Ist ja auch kacke. Das ist jetzt aber hier, oh, echt eine Erscheinung hier, ey, ist ja eine Scheiße, ist das. Ey, es ist viel zu dick. Quasi als, ne, so als Art Geländer, aber das ist viel zu dick. Ups. Heilige Scheiße. Das klappt also nicht. Was gibt es sonst noch? Schöne Schräge, ja. Ich bräuchte irgendwas Schmales. Ach, das ist doch alles Kacke. Weg da. Ah, ja, 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 ja. Bei X-Secure gibt es leider auch nichts. Ach, scheiße. Gibt's nichts, was man irgendwie schräg anordnen könnte? Also quasi auf der Seite liegend und dann das halt schräg aussieht. Boah, das ist ja Bullshit. Ups, nicht so schnell, Kleine. Ne. Okay, vielleicht sieht er zwar nicht mehr ganz so schnieke aus, aber wie wär's denn, wenn wir das einseitig machen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich setze dich, na, das klappt schon mal nicht. Brauche ich aber ein Replacement-Tool. Okay, schon mal ganz schnell das Replacement-Tool. Ah! Oh, klar, ich falle jetzt schon auf den Boden. Yay! Blaubeeren, bis der Arzt kommt. Kann bei übermäßigem Verzehr ungesund sein. Apfelzwirken. Und was der Geier was alles. So, Replacement Tool. Wo haben wir denn eins? Da. Ganz oben. Nein, ich möchte nicht hinsetzen. So, jetzt siehst du, wir können es gleich hier machen. Ja, das war klar. Genau. So, einmal kopieren.
So, wenn ich jetzt hier überall eins hinsetze. Och nö. Hä? Wie sagt das eigentlich? Wie sagt er das ersetzt? Genau, Linksklick ist doch ersetzen. Aber ich hab doch gerade Rechtsklick gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Och Junge. Dann hätten wir quasi von außen eine Gerade. Von innen hätten wir immer noch unsere komische Struktur. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. Ja, nee, sieht halt genauso komisch aus wie davor. Das ist doch scheiße. Kann ich auch gleich so machen hier. Okay, komm, machen wir erstmal so, bis mir etwas Besseres einfällt. Das heißt, die Dinger hier unten kann ich alle wieder abnehmen. Die bringen hier gar nichts, weil die so dann dumm aus. Hab ich noch eine Axt dabei? Nee, habe ich nicht dabei, weil ich die eingepackt habe, weggepackt habe. Na gut, machen wir nächste Folge weiter. Das ist. Da müssen wir ein bisschen arbeiten. Wow. Schau mal, V.